Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei uns auf dem Kanal. Yay! Portal Knights. Ich freue mich total darauf. Ich habe es bekommen von der lieben Flauschernatti, vielleicht kennt ihr sie ja. Und habe schon mal kurz reingeschaut und es hat mir so gut gefallen. Ich fand es so süß, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss ich unbedingt mal zeigen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich das zeigen werde. Das ist ja jetzt hier auf dem Slot mit wechselnden Spielen. Aber das muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Ich fange einfach mal an mit einem neuen Charakter. Es wird ein Mädchen. Ja, wir können hier erstmal unseren Charakter erstellen und eine Klasse wählen. Zum einen haben wir hier den Krieger. Die Krieger konzentrieren sich auf den Nahkampf, um Gegner mit ihren mächtigen Schwert- und Axtangriffen zu besiegen. Krieger verwenden mächtige Kampfschreie, um ihre Gruppe zu stärken und Feinde zu schwächen. Krieger nutzen hauptsächlich ihre Kraft, die ihnen mehr Lebenspunkte und höheren Nahkampfschaden verleiht. Dann haben wir den Waldläufer. Die Waldläufer benutzen ihren schnellen Bogen, um Gegner aus der Ferne zu besiegen. Mit Bomben setzen sie Gegner und Blöcke gleichermaßen unter Druck. Waldläufer nutzen hauptsächlich ihre Beweglichkeit, die ihnen mehr Bewegungsgeschwindigkeit und höheren Distanzschaden verleiht. Und wir haben den Magier. Die Magier verwenden nicht nur Sensen und Zauberstäbe, um Gegner zu besiegen, sondern auch mächtige Zauber. Magier benutzen hauptsächlich ihre Intelligenz, die ihnen mehr Mana-Punkte und höheren Zauberschaden verleiht. Sehr schwierig. Ich bin ja prinzipiell immer diejenige, die mit Pfeil und Bogen kämpft. Magier wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Magier, Magier, Waldläufer, Magier, Waldläufer, Magier, Waldläufer. Ich glaube, ich bleibe aber beim Waldläufer. So, wow, wir haben einige Möglichkeiten bei der Frisur, sehe ich gerade schon. Das habe ich mir das erste Mal noch gar nicht so angeguckt. Ja, 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 wir machen uns einen Bart. Nein. vielleicht erstmal die Kopfform oder sowas. Ach, hier sind Ohren. Ach, das, es ist mit Schmuck. Vielleicht die Hautfarbe erstmal. Das ist zu gelblich, das ist zu blass. Zu rosa. Das ist eigentlich zu braun, aber dann habe ich mir halt ein bisschen mehr Creme ins Gesicht geklatscht. Haarfarbe ist das hier, glaube ich. Ja. Ich glaube, da bin ich mit der hier ganz gut beraten. So ein braunen Ton. Ist ein bisschen zu dunkel oder nehme ich das hier? Ich glaube, ich nehme das hier. So, die Frisuren. Ich fange mal bei der ersten an. Vielleicht gucken wir da einfach mal durch. Ach so, okay. Wir haben hier auch, wir können uns quasi auch für unser Mädel, können wir uns auch die Herrenfrisuren auswählen. Ja, ja, ja. Das hier, das bin ich eindeutig. Was haben wir hier alles? Okay. Wir sind momentan immer noch bei den Kerlen. Jetzt wird es langsam weiblich. Bei 22 von 29. Okay, das hier ist doch eigentlich schon so ziemlich meine Frisur. Dann haben wir hier hinten noch mit so einem geflochtenen Zopf. Dann haben wir hier noch... Oh, ist ja auch süß. So Knötchen. Ich überlege jetzt, nehme ich den geflochtenen Zopf oder nehme ich den hier? Bei dem geflochtenen Zopf fallen die Haare irgendwie schöner, oder? Mach mal so. Okay, die Ohren. Knochen als... Oh, das ist hübsch. Das ist schön, das gefällt mir. Oh Gott, so Riesenohren habe ich aber nicht. Das hier gefällt mir. Das ist schön. Okay, was haben wir hier? Augenform, Augenfarbe und Mund. Ich fange, glaube ich, hier mit der Augenform auch mal wieder bei 1 an. Okay, ich möchte gerne irgendwas... Haben wir hier irgendwas mit Wimpern? Ja. So, was könnten wir denn da nehmen? Das ist doch schon mal ganz süß eigentlich. Mir gefielen eigentlich hier die ersten ganz gut. Und Augenfarbe brauche ich braun. Hier sehen wir schon bei den braunen Tönen. Ja. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas haben, was ein bisschen dunkler ist. Aber coole Augenfarben eigentlich auch. Oh, das ist auch cool. Ich hätte natürlich auch einen machen können, einen Charakter, der gar nicht unbedingt aussieht wie ich. Könnte ich rein theoretisch natürlich auch tun.
In dem Fall würde ich, glaube ich, tatsächlich solche Augen hier wählen und bei der Haarfarbe vielleicht dann eher ein Blond. Sieht so Barbie-mäßig aus. Hey, wir machen rosa! Oh weia. Ich weiß es nicht. Komm, ich bleib bei mir. Ich bleibe mir treu. So, wo sind denn die braunen? Da sind die braunen Augen. Und den Mund, was haben wir da? Ich fange auch mal hier wieder bei 1 an. Sieht ein bisschen überrascht aus. Was haben wir denn da alles? Das ist cool. Okay, das sieht vielleicht ein bisschen zu böse aus. Das ist auch putzig. Ah, das ist ja voll cute. Oh, das ist voll süß. Ja, Hasenzähnchen. Ja, ich habe so ein bisschen Hasenzähnchen, aber so krass finde ich auch nicht. Okay, so dieses verschmitzte Lächeln ist eigentlich auch ganz cool. Aber ich glaube, ich würde dann doch eher, also entweder das hier, das finde ich ganz lustig. Ich glaube, ich nehme das hier. Das ist doch eigentlich echt süß. Übrigens, wenn euch das Spiel... Oh, wir können sogar die Stimme abändern. Warte mal. Bisschen. Ich glaube, ich nehme die Dreier. Und ich nenne mich Kadi. Erstellen. So, Stufe 1 Waldläufer. Wenn ihr das Spiel übrigens auch spielen möchtet, ich weiß gerade nicht genau, wie viel das kostet, aber ihr könnt es bei Steam kaufen. Es ist nicht kostenlos, aber ich weiß, dass es nicht so viel kostet. Wie gesagt, ich bin nur gerade überfragt, wie viel es kostet. So, ihr könnt das Ganze privat spielen, ihr könnt es mit Freunden spielen, dass Freunde in der Map beitreten dürfen oder lokal, dass jeder im lokalen Netzwerk, das heißt bei euch zu Hause, mitspielen kann. Ich lasse das momentan am ersten Mal noch auf privat. So, und dann würde ich sagen, betreten wir mal die Welt. So. Spiele zum Beitreten. Oh nein, sorry, ich wollte nicht, ich habe betreten gelesen. Ja, wir starten, das wollte ich sagen. Was haben wir hier? Startland groß. Was können wir hier noch auswählen? Ach, okay, aha. Okay. Staubige Berge. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dabei, oder? Was haben wir hier? Warte mal, noch neue. Ach so. Nee, warte mal. Das ist das, was ich schon mal getestet hatte. Das löschen wir. Das ist, Es ist einfach jetzt Kadiland, ne? Oh Gott. Ich nehme eine große, verhart gesottene Abenteurer. Benötigt einen leistungsstarken Rechner. Nutzung auf eigene Gefahr. Ach komm, mach mal einfach mal, oder? Erstellen! So, das Ganze ist so ein bisschen... Okay, ich lese erstmal vor. In den vergessenen Tagen war die Welt friedlich und unversehrt. Aber der Bruch kam und riss das Reich entzwei. Nun sind die antiken Portale die einzige Verbindung zwischen den ungleichen Ländern. Und sie sind umgeben von erbarmungslosen Feinden, die in der Dunkelheit gedeihen. Die Welt erwartet Helden, die den Portalen ihr Licht zurückgeben und das friedliche Reich wieder vereinen. Ja. Was ich eigentlich eben erzählen wollte, es ist so ein bisschen eine Mischung aus Geschichte und Minecraft. Also man kann hier alles Mögliche selber bauen, aber hat auch Aufgaben, die man erledigen muss. Und das finde ich cool. Mir fehlt persönlich in Minecraft immer so ein bisschen der rote Faden und das ist hier einfach gegeben. Und es geht los. Ich freue mich. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und das Spiel auch so gut wie mir. Wie gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich so, voll knuffig, voll cute und ich glaube, ich habe es lang, Viertelstunde, 20 Minuten länger habe ich noch nicht reingeschaut. Friedliche Hügel, Stufe 1, neue Insel. So, plopp und da sind wir in der neuen Welt. Hoppala. Ist das nicht hübsch? Ah.
Oh, wir haben hier direkt schon eine Aufgabe abgeschlossen. Wir sind jetzt erstmal in den Grundlagen. Wir sollen uns mit WASD bewegen. Mach ich doch. Okay. Verwende die Leertaste, um zu springen. Haben wir auch abgeschlossen. Drücke B, um deinen Rucksack zu öffnen. Und ziehe den schwachen Heiltrank in deiner Aktionsleiste. Okay, B und den schwachen Heiltrank. Drücke die mittlere Maustaste, um zwischen First Person und Third Person Kamera zu wechseln. Genau, wir sind jetzt hier gerade in Third Person. Mittlere Maustaste. Und dann bin ich in First Person View. Das können wir also auch umstellen, ganz bequem. Drücke die linke Maustaste, um einen Gegner mit deiner Waffe anzugreifen. Wir brauchen erstmal einen Gegner. Da unten, da fliegt was rum. Hallo? Was ist das Viech denn jetzt? Hier. Das klingt auch blöd, Viech, ne? Au. Okay. Das ging ja noch. Können wir jetzt irgendwas einsammeln? Ich glaube nicht. Klicke auf Feinde... Aua. Jetzt habe ich das Mikro gehauen. Sorry. Klicke auf Feinde, um sie anzuvisieren. Während ein Gegner anvisiert ist, drücke Leertaste, um in eine Richtung... Und in eine Richtung, um auszuweichen. Okay, dann muss ich mir jetzt erstmal einen neuen Gegner suchen. Das sind Schwibbelschwabbels. Ich drücke doch die Leertaste. Oh, jetzt können wir hier unten was einsammeln. Blaues Portalsteinfragment und Wasser. Okay. Au! Der ist böse anscheinend. Oh, besiege 3 Feinde habe ich auch abgeschlossen. Okay, aber das habe ich jetzt noch nicht. Also ich hatte doch eben schon einen Feind anvisiert. Da, den habe ich anvisiert. Leertaste und in eine Richtung, um auszuweichen. Ist es das nicht? Oder muss ich das machen, wenn ich angreife? Nee, doch eigentlich nicht. Aha. Wie? Beende die restlichen Aufgaben. Ich sollte vielleicht erstmal das hier beenden. Okay. Ich bräuchte einen Gegner. Was ist das hier? Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich mit E auch mein Inventar öffnen? Scheint so. Ach, guck. Baumwolle und ein Baumwollsetzling. Ach, die kann ich also auch zerschießen. Komme ich doch irgendwie anders dran oder muss ich die zerschießen? Ich sammle hier direkt mal ein bisschen. Kann ich das auch zerschießen? Das sieht aus wie Getreide. Weizen, genau. Und Weizensprossen haben wir bekommen. Und was ist das hier? Die kann ich doch bestimmt auch irgendwie nutzen. Ach, das sind die Beeren, die wir eben schon mal bekommen haben. Alabasterbusch-Setzling. Aber wie meinen die das mit dem Ausweichen? Klicke auf Feinde, um sie anzuvisieren. Und dann... Ah, jetzt habe ich es gerade hinbekommen. Au. Ich stelle mich noch ein bisschen an, aber das macht nichts. So, die restlichen Aufgaben soll ich beenden. Oh Gott, ich hab nicht mehr so viel Leben. Aha, ich habe jetzt schon nur noch ein Viertel Herzen, aber... Das scheint sich recht schnell zu regenerieren. Ich weiß es nicht, was bringt mir das mitzunehmen? Und unten der Bogen, hat der Haltbarkeit verloren? Muss ich mir den Bogen immer wieder neu machen, wenn der kaputt geht? Ich weiß nicht. Was haben wir denn jetzt hier noch für Aufgaben? Sind das die orangenen Punkte? Kann ich sprinten? Ich kann so nach vorne hüpfen anscheinend. Ach, eine Rolle mache ich da. Ah. Okay, ah, hier ist irgendwie so ein Türmchen. Komm, da gehen wir mal hoch. So, Erdblöcke. Und ich kann... Ups. Ja, super, jetzt habe ich da Erdblöcke hingesetzt. Ich wollte den eigentlich abbauen. Wie ging denn nochmal das Abbauen?
Auch mit der Waffe? Mache ich hier alles mit der Waffe? Oh je, ich bin doch so unerfahren. Grundlagen. Ja, genau. Was haben wir hier denn? Wir können hochgehen. Und haben erst eine total schöne Aussicht. Was haben wir hier? Ausguck. Finde hochgelegene Aussichtspunkte, um einen besseren Überblick über die Insel zu bekommen. Okay. Was haben wir da unten? Sieht aus wie so eine Trainingsattrappe. Es ist nämlich tatsächlich so, wie gesagt, Portal Knights, wir sollen die Portale wieder errichten. Ah ja, genau, hier sind auch noch andere. Hinten ist ein Häuschen, es sind auch noch andere orangene Punkte. Und, wir können dann auf andere Inseln noch reisen. Wenn ich das alles richtig verstanden habe. Wir gehen mal runter, ist hier unten vielleicht die Aufgabe? So, wie geht's denn hier jetzt weiter? Kann ich hiermit was machen? Kann ich sie mitnehmen? Ich glaube nicht. Okay, wir nutzen die. Oh, oh. Ein gefallener Krieger. Okay, das ging jetzt noch. Was haben wir bekommen? Knochen. Und noch so ein blaues Fragment. Das ist ja cool hier unten. Können wir irgendwas mit den... Ah, schaut mal. Wie gut, dass ich das versucht habe. Muss ich das hier rausziehen, um das hier einsammeln zu können? Was ist das? Warum kann ich das nicht einsammeln? Aber es ist gut, dass ich hier Herzchen bekomme. Ein Erfahrungspunkt. Aber was ist das Blaue? Ich verstehe nicht, was das Blaue ist, weil das kann ich ja irgendwie nicht einsammeln. Schleifstein. Noch ein Schleifstein. Ich bin gespannt, was wir damit machen können. Boah, die ist riesig. Was ist da drin? Auch wieder sowas Blaues, wovon ich keinen Plan habe, was das ist. Warte mal, was ist das denn hier? Hier blinkt mich irgendwas an. Ha, ich wollte nicht zum Landeplatz zurück. Nein! Jetzt hänge ich hier in dem Türmchen fest. Na, super. Warte mal, jetzt muss ich hier... Komme ich hier hoch? Ja, zwei Blöcke hoch kann ich also springen. Ich würde gerne hier unten noch gucken, was das hier für eine Aufgabe ist. Hm. Okay. Was haben wir hier? Oh, was bist du denn? Guck mal, da ist was drin. Große Ratte, graue Ratte. Ah, guck, hier können wir Sachen herstellen. Ah, hier ist die Tasche. Rüstung. Wir sehen lustig aus. Was ist jetzt hier mit der Ratte? Können wir die... Oh! Oh, wir haben jetzt die kleine Ratte als Haustier dabei. Oh, ist das cute. Oh, die fiepst sogar. Ich wusste, dass man Ratten, dass man Haustiere haben kann. Aber das ist ja cool, dass man so früh schon eins bekommt. Und die ist wirklich putzig. Oh, fiep. Hast sie süß. Was ist hier? Alte Schatzkammer. Die tapferen Abenteurer, die es soweit geschafft haben, sollen sich den verdienten Schatz nehmen. Wie? Ups. Ah, so. Roher Stromquarz, dreimal schwacher Heiltrank, Baumwolle und drei blaue Portalsteinfragmente. Ah, ja, und damit haben wir die erste Aufgabe abgeschlossen, der drei verbleibenden. Und ich würde auch sagen, das ist doch eigentlich ein ganz guter Augenblick, um hier die erste Folge zu beenden. Ich bin extrem gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und ja, dann die Ratte dreht durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!